Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder ein Vlog durch meine Schulwoche. Wir haben heute Montag, ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und ich glaube, dass diese Woche sehr realistisch wird, weil ich schreibe sehr viele Tests und es wird relativ anstrengend. Aber ich habe mich gerade schon fertig gemacht und wollte jetzt gerade mal zum Sport gehen. Ich habe einmal dieses Set von Gymshark an und dann habe ich einfach noch so einen Pulli drüber. Jetzt geht's los. Ich glaube, ich meinte ja gestern schon, dass der Vlog sehr realistisch ist. Wir haben jetzt 24 Uhr. Der Tag war so stressig heute. Wir haben heute Dienstag. Schule war sehr stressig. Ich habe Musik geschrieben. Ich dachte, ich schreibe Französisch. Habe ich irgendwie doch nicht geschrieben. Wahrscheinlich schreiben wir das morgen. Ja, Musik lief ganz okay, glaube ich. Ansonsten, ich bin nach Hause gekommen. Ich war so, so fertig. Ich habe geschlafen. Ich bin nach Hause gekommen gegen 15 Uhr. Ich habe bis 19 Uhr geschlafen. Ich habe jetzt gerade meine Hausaufgaben gemacht und bin gerade an meinem Ordner so aussortieren. Also, dass ich so alte Sachen einfach umhefte, dass ich die dann nicht jedes Mal wieder mitnehmen muss, weil das ist ein bisschen viel. Ich habe halt nichts gemacht. Ich habe halt wirklich gar nichts gemacht und das nervt mich richtig. Das lässt mich irgendwie schlecht fühlen, weil eigentlich wollte ich so diese Woche richtig produktiv machen. Aber letztendlich kann ich es jetzt eh nicht mehr ändern. Und ich probiere jetzt einfach ab morgen so wieder, wie soll ich sagen, so produktiver zu sein. Sonst ist auch noch mein Urlaubspaket angekommen. Darüber habe ich mich auch sehr, sehr doll gefreut. Ich habe dort die Glazing Milk bestellt. So einen Lip Tint in der Farbe Toasted. Ein richtig süßes Packaging. Auch so mit Hedy Bieber hier. Und insgesamt alles sehr clean und ich finde es richtig toll. Ich wollte euch auch, glaube ich, den Meet Me There Haul machen. Ich glaube, ich blende jetzt einfach Bilder ein. Ich habe einmal zwei Röcke bestellt. Einmal einen pinken und einmal einen blauen. Dann noch zwei Kleider, ein rosanes und ein weißes. Und dann noch drei Blusen, eine blaue kurze, eine schwarze lange und eine Leopardenpunt Viral Bluse. Ich habe meine Skincare gemacht und ich bin jetzt mal überlegen, was ich heute anziehen soll. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird. Ist ein bisschen dumm. Aber wir finden was. Ich ziehe diese Hose an, diese hellgraue Jeans und eine schwarze Bluse dazu. Yay! Jetzt zum Sport. Ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und dieses Wetter, ich kapiere es nicht. Es hat gerade geregnet und jetzt scheint die Sonne. Nee, jetzt scheint nicht mehr die Sonne, jetzt ist bewölkt. Keine Ahnung, einfach Aprilwetter. Es ist auch sehr, sehr kalt, aber wir gehen jetzt zum Sport. Mein heutiger Look. Ich habe heute meine Haare vorher gemacht mit dem Glätteisen. Ich war währenddessen live, es war schon mal wieder live zu gehen. Auf TikTok war ich live, ihr könnt mir da auch gerne folgen. Auf jeden Fall. Ich habe dasselbe Outfit wie gestern an. Weil ich war halt nicht in der Schule. Weil wir hatten halt so ein. Das heißt Girls and Boys Day, keine Ahnung. Und deshalb war ich nicht in der Schule. Auf jeden Fall. Ist halt so der letzte richtige Tag mit meinem Vater, bevor er ins Krankenhaus kommt. Und deshalb gehen wir heute Abend wahrscheinlich ein bisschen essen oder so. Ich weiß noch nicht. Und irgendwie mag ich halt meine Haare voll. Deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, ich drehe jetzt noch ein bisschen Content. Ja, ich bin irgendwie voll traurig heute.
Aber irgendwie auch so richtig verwirrt. Ich kann es nicht ganz erklären. Ich muss heute auch noch lernen, weil wir schreiben morgen Französisch. Und ja, ich habe eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich will vielleicht nachher mein MacBook ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt hatte. Meine Frau hat mich gerade so komisch aus dem Fenster angeguckt. Wow. ich hole ihn wahrscheinlich noch heute. Oder morgen. Ich muss mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Und ansonsten mache ich heute eigentlich gar nichts mehr. Ich habe gerade beschlossen, ich gehe jetzt das Laptop holen, weil ich kann nicht mehr warten. Ich habe den MacBook jetzt. Ich bin sehr, sehr happy. Ich bin auch in der Stadt, deshalb würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause und dann zeige ich ihn euch genauer. Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe den gerade schon geöffnet mit TikTok und hier das. Ich richte den jetzt ein und dann zeige ich euch alles genau. Ich ignoriere kurz, wie ich aussehe, aber ich wollte euch zeigen, ich habe gerade meinen neuen MacBook-Hintergrund sozusagen eingerichtet. Und zwar habe ich da gerade bei Fonto so eine Collage erstellt. Ich habe jetzt eine neue gemacht. Ich hatte bei meinem alten schon eine, aber ich dachte, neue MacBook, so neue Collage. Und ja, die mache ich jetzt als Hintergrund. Die Kosten aufgestellt und das wären 100.000 Euro pro Schule. Was ja. Ich melde mich erst jetzt. Wir haben schon 20 Uhr, 20.30 Uhr. Mir ging es heute gar nicht gut. Ich hatte übel die Panikattacke in der Schule. Und dann war ich die ganze Zeit auch angespannt und so danach. Und einfach sehr durcheinander und verwirrt. Ich gehe jetzt zu einer Freundin und freue mich schon sehr. Ich war davor beim Sport und habe meine Cola mitgenommen. Jetzt ignorieren wir den Part. Und ja, es ist sehr schön warm. Das freut mich. Ansonsten mache ich heute wahrscheinlich nicht mehr so viel.